ist auch so ein Ding, was ich mir im Nachhinein auch dachte. Man darf sich eigentlich gar nicht auf die moralische Ebene herablassen. Also entweder bringt der Argumente, auf die du sachlich eingehen kannst, oder der lässt es. Das müssen seine zwei Optionen sein. Weil der sitzt am längeren Hebel, wenn der die ganze Zeit irgendwie sein moralisches Gefasel runterrattern kann quasi und damit halt die ganzen Leute, die ihm gerne zuhören, die ihn für glaubwürdig halten und so weiter, die holt er damit halt ab. Und du fühlst dich halt am Ende verarscht und vollkommen irgendwie so, also vor allem, das wird wahrscheinlich auch danach noch weitergehen. Also der wird das Gespräch jetzt hier, wird er genauso als lästern oder als persönlichen Angriff werten. Der wird das benutzen, um daran zu zeigen, wie sich Leute gegen ihn verschwören, weil er ja so böse ist. Ich habe keine Ahnung, wie man da rankommt. Deswegen. Gar nicht. Der verdient damit sein Geld. Das kannst du nicht ändern. Das habe ich auch schon mitbekommen. Ich meine, ich habe diese Masche ja schon durchschaut. Wie gesagt, das Einzige, was ich nicht wirklich gut hinbekommen habe, war, das Gespräch zu beenden, als ich es beenden wollte. Das ging jetzt schon 10 Minuten länger als geplant und das war nicht gut, denn diesen Vorwurf mit ich würde irgendwie Rechtsradikale relativieren, also moralisch relativieren, darauf läuft es dann zum Schluss hinaus. Den hatte er gebracht, ich hatte ihn widerlegt, ich hatte gesagt, warum er da falsch liegt. Und den bringt er dann 10 Minuten später wieder. Also was sollst du mit solchen Leuten machen? So ein Verhalten ist bösartig. Das passiert absichtsvoll. Das passiert nicht, weil man es aus Versehen vergessen hat. Also ich weiß nicht, der macht es ja schon ziemlich lange so. Und da sehe ich halt auch diese Verschwörungstheoretiker-Wurzeln in gewisser Weise. Der hat so diesen einen Frame sozusagen und ich weiß nicht, ob man es irgendwie mit Absicht oder unterbewusst vermeidet, irgendwie außerhalb dieses Frames zu denken. Oder ob man dazu nicht in der Lage ist. Also bei ihm würde ich eigentlich nicht mal Absicht unterstellen, was das angeht. Also bin ich mir halt nicht sicher, weiß ich nicht. Ich bin kein Psychologe oder so. Ich habe kein aufrichtiges, ehrliches Gespräch mit ihm geführt. Ich kann den halt nicht einschätzen. Ich weiß nicht, wie viel davon jetzt Kunstfigur ist, wie viel davon geplant und wie viel nicht. So die ersten Reaktionen, die so in diesem Schema verliefen, da hatte ich auch gedacht, okay, der versteht doch einfach nicht, was der Influencer, auf den er da gerade reagiert, was der da sagt. Also da bin ich noch so good faith an die Sache rangegangen, aber nachdem der das mit 10 Leuten abgezogen hat, würde ich sagen, du kannst nicht immer wieder perfekt das gleiche Schema anwenden und dann sagen, oh, das mache ich ja nicht absichtlich. Also das geht einfach nicht, dass du das immer aus Versehens auf die gleiche Art und Weise machst. Naja, es könnte ja auch irgendwie so ein intuitives Ding sein, dass es halt irgendwie ein paar Mal funktioniert hat. Der hat dadurch Zuspruch bekommen, ging gut für ihn aus quasi. Und deswegen wiederholt er das jetzt quasi die ganze Zeit. So könnte es ja auch passiert sein. Also, wie gesagt, kann man halt nur mutmaßen. Und ich neige immer dazu, Bösartigkeit, wenn es geht, erstmal nicht zu unterstellen. Aber an dem Punkt weiß ich auch nicht. Also gerade auch die ganze Sache mit Anni de Duck und so weiter und wir sind jetzt alle irgendwie so Hobbypsychologen geworden, die sich bestens mit toxischen Beziehungen auskennen und so. Ich sehe dort auch eine Menge Gaslighting wieder. So, Baba hat nie was falsch gemacht. Einfach nie. Der hat dir auch noch nie irgendwas unterstellt. Und der reduziert das quasi immer auf irgendeinen Punkt runter, den du ihn auch tatsächlich dann irgendwie nicht wirklich belegen kannst. Wie beispielsweise, er unterstellt dir im Subtext die ganze Zeit, tut so, als wärst du irgendwie der böse Rechte so. So, als wärst du irgendwie gefährlich, als wärst du irgendwie oder komplett dumm, verstrahlt, was auch immer. Unterschiedlichste Sachen. Und wenn du dann sagst, hey Baba, hör doch mal auf, das zu sagen, sagt er, ich hab das doch nie gesagt. Nee, ich habe immer gesagt, du wärst Linker, das hat er dann gesagt. Ja, oder bei Outlaw, da hat er ja auch nie gesagt, du bist ein böser Rechtsextremer, sondern du hilfst Rechtsextremen. Und jetzt hat er daraus gemacht, du führst einen Teenager zum Rechtsradikalismus heran. Also wirklich, ja, wie willst du das nennen, so ein Vorgehen? Ja, das ist halt, also ja, im Subtext kommt das die ganze Zeit mit. Aber wenn du ihn drauf festnageln willst, dann glitscht er weg. So, weißt du? So, hä, du bist so der einzige Mensch, der das so gesehen hat. Niemand sonst hat das so gesehen, so, weißt du? Obwohl er eigentlich genau wissen müsste, was du dort machst. Und das ist, ich verstehe halt nicht, wie das dem durchgehen kann. Weil das ist halt genau das Ding, was halt so in so ganzen, keine Ahnung, egal ob du auf Arbeit oder in der Beziehung, diese ganzen toxischen Beziehungen quasi, das ist ein Fundament davon quasi. Mhm. Wenn du als Mensch um dich herum quasi alle Menschen halt irgendwie auf diese Weise manipulierst quasi. Das Problem ist, ich kenne halt keinen, wie soll ich sagen,
keine Gegenprobe. Ich weiß nicht, wie der mit Leuten umgeht, mit denen er gut eingestellt ist, sage ich mal. Da müsste man sich halt mehr seine Streams angucken, wo der ja, mit Leuten redet, die der halt nicht irgendwie versucht, in irgendeine bestimmte Ecke zu stellen oder so. Ja, mit Marek von 99:1 hat er sich wie ein normaler Mensch unterhalten. Und mit Dara und Dekadent kann er sich ja auch normal unterhalten. Also dieses klare Freund-Feind-Denken. Hier sind hier mit denen kann ich reden und mit denen kann ich nicht reden. Also das ist schon sehr stark ausgeprägt. Aber das Problem ist, er spricht es nicht offen aus. Wenn man ihn darauf anspricht, dann kommt das Argument, du machst ja auch Lagerdenken. Ja, Lagerdenken ist nun mal was in der Politik vertreten ist. Und ich sag das ja ganz offen. Ich tue ja gar nicht so, als wäre ich bubblefrei oder so Unsinn. Bin ich ja de facto nicht. Das sind die wenigsten. Ich glaube, da musst du wirklich, ja, also du hast ja bestimmte politische Meinungen und da findest du dich immer mit Leuten zusammen, die ähnlicher politischer Meinung sind. Und bei Bartonek ist das sehr, sehr extrem, erhöht das aber in ein Moralkleid und tut dann immer so, als wäre das seine eigene persönliche Moral, die er jedes Mal vertritt und die ist dann zufälligerweise immer deckungsgleich mit dem, was Dekadent oder Neidhan gerade sagen. Und da würde es mich extrem interessieren, wie das vor 10, 20 Jahren war bei ihm. Ob das nicht eigentlich der gleiche Mechanismus ist, jetzt nur halt in einer anderen Gruppe. Also ich meine damit mit seinem, keine Ahnung, 9-11-Truther-Background, was auch immer. Ob das nicht eigentlich genau der gleiche Film war quasi. Einfach nur, also so metaphorisch gesehen, er ist immer noch religiös, er hat sich einfach nur eine andere Sekte gesucht. Oder ist Ja. von einer Sekte quasi in eine größere Kirche gegangen oder so, wo der halt weniger Gegenwind bekommt oder sowas. Ja, ich habe mal eine Rede von ihm gehört von 2014. Da war er auf so einer Friedensmahnwache und da hat er auch schon dieses moralistische Politikverständnis. Damals ist aber nicht dieses komplette wirre Angreifen von allen Leuten, die man jetzt als rechts oder den Rechten behilflich ansieht, rausgekommen. Da hat er dann halt die Mächtigen kritisiert. Also jetzt die USA, die westliche Außenpolitik und war mir jetzt politisch sympathischer als das, was er heute macht, aber Ja, es war gut. schon das gleiche Politikverständnis. Also hätte ich damals auch schon kritisiert. Also ich kritisiere ja beispielsweise westliche Außenpolitik nicht deswegen, weil sie moralisch falsch ist, sondern weil ich sie als nicht in deutschem Interesse erachte. Ja, also bei moralisch bin ich auch nicht dabei. Das ist auch so ein Level, auf dem ich auch nicht wirklich, also ich meine, du findest auf moralischer Ebene normalerweise keinen Konsens, außer mit Leuten, die dir halt von vornherein sympathisch sind, mit denen du sowieso schon moralisch gleicher Meinung bist. So, wenn du Leute hast, mit denen du halt, also keine Ahnung, wo du halt irgendwie ein bisschen andere Weltanschauungen hast oder so, musst du die Moralebene eigentlich weglassen und dich dann halt irgendwie auf eine Objektivität begeben und dann halt irgendwie, keine Ahnung, du kannst ja immer noch sagen, okay, ich sehe das anders, aber ich drehe mich dann wenigstens nicht um und behaupte dann einen Haufen Scheiße oder so über dich und verbreite einen Haufen Lügen oder was auch immer, für die ich aber bestens Belege habe. Weil übrigens, die Sache mit dem Selbstbestimmungsgesetz, ne? Ich würde mich da jetzt auch nicht zu schnell gaslighten lassen, quasi in die Richtung von wegen, dass das überhaupt so nicht stimmt. Weil das ist das, was der dir vorgespielt hat, also deine Aussage quasi, ist eine Möglichkeit. Also ich würde es so plakativ nicht formulieren. Das ist quasi so, also eine Version des Gesetzes, das haben die mehrfach überarbeitet und ich weiß jetzt auch gar nicht, was jetzt die letzte ist, aber eine Version des Gesetzes, da stand das tatsächlich drin, dass du quasi den Namen immer noch nennen darfst, weil du den halt nicht per se verbieten darfst, weil sonst wird es halt ein bisschen schwierig, dort irgendwie über Polizeiorgane, Ärzte oder was auch immer, irgendwelche Akten wieder rauszufinden. Aber du darfst ihn halt nicht auf eine, wie war das, hämische Art und Weise oder so ein Scheiß. Also du darfst die Leute halt dafür nicht runtermachen. Du darfst Sag sie nichts halt nicht. Falsches, sonst lügst du. Sonst lügst du. Ja, dann verbreite ich halt auch Lügen so, weißt du? Aber wie gesagt, ich habe keine Ahnung, ob das noch aktuell ist. Ich meine, in irgendeiner Form stand das, dass es diese Interpretation zulässt, theoretisch. Aber damit du das in der Praxis tatsächlich hättest, müssten mehrere Instanzen halt komplett bösartig dir gegenüber eingestellt sein, quasi. Weil ich glaube nicht, dass das, also, oder du hast es in einer massiven Art und Weise betrieben, dass so die 10.000 Euro wirst du wahrscheinlich auch nicht beim ersten Mal oder so bekommen. Weißt du, was ich meine? Ja, es Das heißt ja ist bis zu. Das ist ja bei Strafen normal, dass dann ja. Obergrenze formuliert wird. Aber das wundert mich tatsächlich, denn der Typ, den ich da im Gespräch hatte, der hatte sich damit auch schon viel beschäftigt und ich fand das wirklich gefährlich, was ich da gehört habe. Also ja, du kannst mir natürlich vorwerfen, dass ich da keine zweite Quelle rausgesucht habe.
tue ich bei diesen Walk-Themen meistens nicht, weil die mir nicht so wichtig sind. Aber was ich da gehört hatte, das fand ich schon gefährlich. Und da dachte ich, okay, statt da jetzt selber einen Beitrag zu machen, lade ich halt wen ein, der sich damit schon ausführlich beschäftigt hat. Weil das Problem ist, Baba ist manchmal so überzeugt von absolutem Schwachsinn, dass der dich damit anstecken kann. Das ist mir passiert mit der Statistik, wo ich gesagt habe, da wurden nur Betroffene gefragt. Das war in unserem Talk. Da gab es eine Statistik, wo ich meinte, ja, da wurden aber nur Betroffene gefragt. Das heißt, es ist halt irgendwie, was auch immer ich für ein Argument damit machen wollte, es ist halt eine vorselektierte Gruppe sozusagen, die dort überhaupt abgebildet wird. Und die hat gesagt, hey, wie kommst du darauf, dass du erzählst hier Scheiße, du verbreitest hier Lügen, genau der gleiche Film. Und es ist halt schon fast langweilig, wenn man sich das so eins zu eins anguckt, wie der mit Orlo geredet hat, mit mir und mit dir quasi. Und ich wünschte, ich hätte das vorher auf dem Bild gehabt, sodass ich mir vielleicht einen Talk mit Imp oder mit Erwin nochmal reingezogen hätte. Dann wäre ich vielleicht auch anders reingegangen. Ja, aber ich Was kann dir sagen, da passiert ist. was er bei mir machen wollte. Also du hast dich ja zum Glück nicht zu irgendwelchen Rechtsradikalen, glaube ich, geäußert. Also mit dir hat er ja noch über Sachthemen gesprochen, um dir dann was zu unterstellen. Aber mir wollte er jetzt Aussagen vom Sellner und vom Schattenmacher und von Kubitschek und so wahrscheinlich alle vorspielen, mir jetzt sagen, wie böse die sind. Und er wollte dann, dass ich dann inhaltlich darauf reagiere und ich verurteile das dann halt nicht moralisch, sondern schaue mir an, könnte das stimmen, was könnten die damit meinen? Und ich lege es dann halt auch nicht so Bad Faith aus wie Baba Bartonek, Ja, sondern schaue mir eben. die wahrscheinlichsten Interpretationen an. Ja, und dann wirft er mir dann vor, ich stünde auf der Seite von Rechtsextremen. Das Vorgehen, das kenne ich schon. Das kenne ich von ihm aus anderen Talks. Das hat er bei Outlaw abgezogen. Das brauche ich nicht. Deswegen hatte ich auch nicht vor, da jetzt ein dreistündiges Gespräch oder so zu führen. Ja, ist ja auch richtig. Ich wünschte, ich hätte das auch getan. Weil ich kam, ich, also, es war ja nach hinten hin, wurde es ja bei mir immer schlimmer quasi, weil der auch teilweise, also ich habe so diesen scheiß Impuls, wenn jemand ein scheiß Argument formuliert, dann will ich das Argument kaputt machen. Egal, ob ich überhaupt dafür oder dagegen bin. Darum geht es mir dann halt irgendwann überhaupt nicht mehr. Wenn ich sehe, das Argument hat eine Schwachstelle, dann gehe ich das Argument an. So. Das ist halt wieder so dieses, ich sehe das halt eher technisch sozusagen und ich vergesse, dass Leute daraus halt so oft dann irgendwie so meine Position versuchen zu extrapolieren. Das Problem mit Schattmacher ist, wie beispielsweise seine Behauptung schon wieder, Schattmacher wäre dafür, dass man Frauen schlagen sollte oder so. Das hat er ja auch bei Adler gemacht und danach gab es Leute, die haben sich das angeguckt, wo hatten denn die Scheiße überhaupt her? Und da hat er im Endeffekt Nietzsche zitiert und dann Nietzsche quasi ad absurdum zu Ende gedacht, was es bedeuten müsste, wenn du Gewalt tatsächlich als eine Form für gesellschaftliche Entwicklung verwenden würdest, dann könnte irgendwann ein Ehemann einer Frau sozusagen die, keine Ahnung, die Gesichtsknochen zertrümmern oder so ein Scheiß. Das hat er halt schattenmachertypisch sehr plakativ ausgedrückt, um sie zu irgendeinem besseren, höheren wachsen zu lassen oder was auch immer. Und das war nicht seine Aussage. Also das war. So wie ich das verstehe, war das quasi, du kannst dir jede Philosophie so absurd zurechtdenken quasi, dass sie keinen Sinn ergibt, beziehungsweise vollkommen menschenfeindlich wäre. Ich denke, das war der eigentliche Punkt, den er damit machen wollte. Ja, das denke ich auch. Also Dass bei Baba ankommt, der will Frauen schlagen, da ist halt wieder ein bisschen Fantasie im Spiel. ja, und laut Baba wäre das, was du jetzt gerade gemacht hast, Verteidigung von Rechtsextremen. Ja, aber was kann ich machen? So, dann gib mir halt irgendeinen solideren Punkt. Die andere Aussage, die Bartonek da immer anführt, die ist, da führt der Schattenmacher tatsächlich Gedankengänge von Adorno zu Ende und ja, bespricht die tatsächlich sehr affirmierend, das würde ich auch kritisieren. Aber er sagt auch da nicht, was Bartonek ihm unterstellt. Also, jetzt habe ich auch Rechtsextreme verteidigt. Erfolgreiches Gespräch, würde ich sagen. Ja, einmal kurz treffen, Rechtsextreme verteidigen. Wunderbar. Ja. Also, vielleicht war was auch dieses von wegen auf Woke schießt du übelst krass und bei Rechtsextremen nicht. Ich weiß nicht, ob das bei dir eine Rolle spielt oder so, aber ich hab so das Gefühl, gegen Rechtsextreme ist sowieso eine relativ hohe gesellschaftliche Barriere. Dass die jetzt irgendwie auf einmal an der Macht landen und alle von sich überzeugen, die Wahrscheinlichkeit ist halt relativ also relativ gering. Während ich das auf der Woken-Seite halt genau im Gegenteil sehe, sozusagen. Dass du dort halt relativ, na, wie soll ich sagen, es kommt alles so in der Verkleidung daher, von wegen, wir sind hier für die Toleranz und wir sind weltoffen und wir machen die Welt für alle besser.
Und dahinter verbirgen sich dann aber irgendwelche Institutionen oder irgendwelche Gesetzgebungen, die halt zum Teil ihre problematischen Seiten haben. So, und wenn du diese problematischen Seiten aber kritisieren willst, kommt man halt relativ schnell mit der Moralkeule um die Ecke. Und das ist halt in Kombination, halte ich das halt für gefährlicher, weil das eben eine viel stärkere Eigendynamik hat. Also zumindest aus meiner Perspektive, also ich würde nicht aus Versehen AfD wählen, weißt du? Das ist so vielleicht. Ja, das würde ich auch so sehen. Was Rechtsextreme angeht, ich halte es auch für sehr, sehr unwahrscheinlich, dass die an die Macht kommen und dass die ihre Vorstellung umsetzen können. Aber ich halte es halt für wichtig, sich deren Thesen im Diskurs zu widmen. Ob jetzt die besprochenen Charaktere, die Bartonek da alle kritisiert hat, alle in einen Topf mit dem Label rechtsradikal oder rechtsextrem geworfen werden könnten, ist mal nochmal eine andere Frage. Da brauchen wir jetzt gar nicht drüber reden. Aber Schattenmacher und Schlomo, die vertreten ja schon eugenische Thesen. Und da habe ich letztens in einem Ja. Stream drauf reagiert, zusammen mit unsozialer Marktwirtschaft, und habe sachlich erklärt, warum ich das für falsch halte. Beziehungsweise unsoziale Marktwirtschaft hat das meiste gemacht, der hat sich in diese Ideologie ein bisschen eingelesen. Also das meiste von dieser Forschung, das belegt, dass Arme und Schwarze und halt alle Gruppen, die die Rechten nicht mögen, niedrigeren IQ haben, die kommen halt von dem Pioneer Fund aus, also die haben zumindest eine Verbindung zu diesem Pioneer Fund in den USA, der in seinem Gründungsmanifest auf SS-Ideologie basiert. Also schon sehr komische Ecke, aus der diese Ideologie kommt. Aber das haben wir dann sachlich aufgearbeitet und besprochen. Ich finde, du kannst nur diesen sachlichen Weg gehen. Du kannst nicht einfach sagen, wir sperren ihnen jetzt ihre Kanäle, denn Bartolomeo konnte ja nicht mal ein Argument nennen, also ein allgemeines Prinzip nennen, nach dem Kanäle gesperrt werden sollen. Einfach gesagt, okay, Schrittmacher, finde ich unsympathisch, weg mit dem. Ohne Ich glaube, sich Gedanken. der hat auch gar nicht verstanden, was du da von dem wolltest, quasi. Also objektive Kriterien, die man irgendwie von einem Gericht oder so vielleicht irgendwie tatsächlich, wo man sagen kann, das hier wurde nicht beachtet oder da wurde übers Ziel hinausgeschossen oder die und die Grenzen oder die und die rote Linie wurde überquert, was auch immer. Und deswegen sperren wir den jetzt. Ja, entweder hat er sich dazu noch nicht Gedanken gemacht oder so, was mich wundern würde, weil der müsste ja, also der hat ja, ich sag mal zumindest mental, müsste er ja schon sehr viele Ideen bereist haben, sage ich jetzt mal, um das jetzt mal kryptisch auszudrücken. Würde mich wundern, wenn der sich noch keine systemischen Gedanken halt tatsächlich gemacht hat oder so. Aber ich habe bis jetzt nicht den Eindruck, dass er irgendein konkretes, konsequentes System vor Augen hat, wenn er quasi so sich die Gesellschaft anguckt oder darüber nachdenkt. Und da ist es halt Das habe ich bis jetzt noch nicht gefunden halt irgendwie. andere Leute aus dieser Woken Bubble, nenne ich sie mal. Ich meine, Bartonek bestreitet, dass er dazugehört, aber dieses Politikverständnis, die Verbündeten, die er sich sucht, passt halt dahin, um ihn da einzuordnen. Andere Leute, die sprechen das ja offener aus. Rechte sollen in Angst und Schrecken leben. Die sollen Angst haben, dass beispielsweise der Arbeitgeber darauf kommt, ah, das ist ein Rechter, vielleicht entlasse ich den. Das hat Dara ganz oft so gesagt. Also das sind ja Dinge, die da debattiert werden und die tatsächlich auch schon auf einer höheren Ebene angekommen sind. Also die Diakonie-Präsident hat gesagt, dass jetzt muss ich aufpassen. Ich weiß nicht, ob für AfD-Wähler oder für Vorsicht. AfD-Mitglieder. Ich glaube, er hat sogar gesagt, für AfD-Wähler, da bin ich mir aber nicht sicher. Vielleicht war es auch nur für AfD-Mitglieder, dass für die in der Diakonie kein Platz sei. Und ja, das finde ich eine sehr, sehr gefährliche Entwicklung. Also du kannst als riesiger Arbeitgeber, die Diakonie ja nicht, ja ist, nicht sagen, okay, diese politische Partei oder deren Anhänger sogar, die gar nicht mal ein bedeutendes Amt oder so innehaben, die schließen wir jetzt alle hier aus, weil die halt die falsche Meinung haben. Das finde ich sehr, sehr gefährlich. Gebe ich dir erstmal recht. Danach überlege ich aber, Diakonie hat doch auch schon Probleme mit beispielsweise Homosexuellen gehabt oder so, oder? Oder irgendwie, keine Ahnung, unverheirateten Frauen oder so ein Dreck. Waren das nicht die, die halt noch sehr viel irgendwie kirchlichen Einfluss, sage ich jetzt mal, in ihrem Arbeitsrecht hatten? Das ist ein kirchlicher Träger, ja. Ja, also da würde ich noch andere Sachen kritisieren, außer dass denen die Parteizugehörigkeit nicht passt. Nee, ich meine nur, das war nur ein Beispiel. Das sind ja Äußerungen, die man Ja. an manchen Stellen hört. Und das finde ich nicht gut. Das treibt die Spaltung der Gesellschaft voran. Und deswegen, ich hätte ihn noch fragen können, wie er Rechtsradikale genau definiert. Ich meine, er nimmt ja immer Beispiele und dann die sind auf jeden Fall rechtsextrem. Ich habe hier diese drei Äußerungen aus dem Kontext gerissen, jetzt ist alles belegt. Nee, wie gesagt, beim Schattenmacher würdest du wahrscheinlich wirklich ein paar Punkte finden, aber die Wahrscheinlich. Zitate, die er sich da raussucht, die belegen halt nicht das, was er behauptet. Und das ist in fast allen Fällen so.
Und wenn du dann aber sagst, ich sehe das anders, dann verteidigst du Rechtsextreme. Wer hat's schon? Ja. Hast du eigentlich noch Erfahrung mit anderen aus dieser Bubble gemacht, quasi? Also Neitern oder Dekadent? Mutter Maya habe ich gesprochen. Das war, glaube ich, mein erster Talk auf Twitch. So, das war aber zivilisierter in dem Sinne, dass wenigstens so keine übelste Antipathie irgendwie danach entstanden ist. Also wir sind dann halt so unsere Wege gegangen quasi. Also im Talk selber waren wir, würde ich meinen, beide fair und haben nicht zwangsläufig versucht, uns irgendeine Scheiße zu unterstellen. Würde jetzt vielleicht anders aussehen. Vielleicht wird der Meier mich jetzt mittlerweile deutlich weiter rechts einordnen oder so, als halt damals. Halt nicht, weil sich meine Positionen groß verändert haben, sondern weil ich jetzt einfach öfter mal mit Takes aufgefallen bin, die mich anscheinend nach rechts schieben. Was auch immer mein NS-Take damit zu tun hat, ob ich die Nazi-Verbrechen irgendwie besser oder schlechter finde oder so. Ich bin einfach nur der Meinung, dass die auf dem politischen Kompass halt weit weg von den Kapitalisten sein müssten, theoretisch, weil die halt Antikapitalisten waren beispielsweise. Aber Wie gesagt, das sehe ich dann noch ein bisschen anders, aber da brauchen wir jetzt nicht nochmal aufrollen. Ja, aber ja, okay. das kommt von diesem moralistischen Politikverständnis meiner Meinung nach. Wenn du links als gut siehst und rechts als schlecht, dann ist jedes Bewerten beispielsweise der Nazis jetzt als weniger rechts quasi eine Verteidigung, da du sie ja auf die moralisch bessere Ja. linke Seite schieben willst. Also das ist dann dieses Politikverständnis und das ist sehr, sehr Richtig. gefährlich, weil jede deskriptive Aussage, wie gesagt, die meisten meiner Aussagen über Sellen am Talk mit Erwin, die waren deskriptiv, mir ist relativ egal, wie der Typ moralisch zu bewerten ist. Das war eine strategische Diskussion zwischen Erwin und mir, wie man mit solchen Leuten umgeht. Das war keine Diskussion im Sinne von, finde ich den jetzt gut, finde ich den nicht so gut, sondern nee. Wir lehnen beide die Positionen, die aus dem Lager, diesem Schnellroderflügel da kommen, ab. Die Frage ist, wie geht man damit optimal um? Und da hatten wir halt leicht andere Ansichten. Erwin sieht es ja auch nicht grundsätzlich so. Er hat ja auch schon mit Rechten aus der Bubble Ja. geredet. Also das ist ja nicht so, dass er Talks grundsätzlich ablehnt. Das Er war wohl hat jetzt ja. sehr das Beispiel. Ich hätte wahrscheinlich ein anderes Beispiel nehmen sollen. Also keine Ahnung, wenn ich Schlomo genommen hätte, dann wären die ganzen Walkies wahrscheinlich auch nicht so, obwohl, dann wären die wahrscheinlich nicht so schlimm ausgerastet Ja, und das weiß ich nicht. Mit Schlomo will der ja auch nicht mehr reden, oder? Weil, also ich habe mir das, glaube ich. Ich habe mir euer Gespräch da nicht komplett angeguckt, aber ich kenne die Stelle mit Selner. Und ich finde, da habt ihr beide halt recht im Endeffekt. Also es kommt letzten Endes auf die Strategie an, was du bezweckst, was du dir erhoffst quasi. Und ich würde es tatsächlich auch zum Teil von der Reichweite abhängig machen. Also mit, keine Ahnung, es macht halt einen Unterschied, ob du mit 100, 200 Zuschauern irgendwie mit einem Sender redest oder ob du mit 3000, 4000 Zuschauern mit dem redest. Weißt du, was ich meine? Also die Wahrscheinlichkeit, dass er da noch irgendjemanden aus deinem Publikum abholen kann, ist halt höher. Wenn die Zuschauerschaft größer ist und damit wahrscheinlich auch mehr Leute dabei sind, die auch weiter von dir entfernt sind, ideologisch, sage ich mal. Ja, Weil das ich sind glaube. dann, da hast du sicherlich recht, da das sind ja Dinge, die kann man vor einem Gespräch nie wissen. Das weißt ja nicht, wie du dich schlägst. Also wenn du total untergehst in einem Gespräch, dann ja, weißt ja vorher nicht. Ja, okay. Einerseits schon, auf der anderen Seite glaube ich, dass du die meisten Leute immer noch quasi eher moralisch abholst, beziehungsweise über Sympathien. Und die Argumente dann die zweite Geige spielen, gewisserweise. Leider. Ja, das habe ich auch stark beobachtet. Ja, ich würde sagen, war eine interessante Nachbesprechung. Ist jetzt auch ungefähr eine halbe Stunde lang. Also ungefähr so lang wie unser Talk. Haben wir fett abgelästert? Macht der Baba wieder ein Video draus? Mal gucken. Ich hatte eigentlich noch ein paar andere Leute an, also was heißt ein paar, ja, tatsächlich ein paar andere Leute angefragt. Die Als wollten wir als irgendwie alle Gruppe nicht. mobben. Was? Hä, was wollen die nicht? Nachbesprechung zu dem Talk mit Baba. Du warst der Erste, der zugesagt hat. Also. Was? Ich bin der Einzige, der bereit ist, Baba zu mobben? Oh nein! Ja, Ja, viele ich. Leute scheinen wirklich keine Lust auf den zu haben. Gut, ich würde ja fragen, wen du alles gefragt hast. Nee, das lasse Aber ich privat. Also, das ist, okay. ich sage hier nichts, was ich in DMs geschrieben habe. Aber das ist schon so, war schon so interessant. Deswegen. Und ich hatte jetzt nicht Lust, danach noch zu streamen. Also danke, dass du da warst, auf jeden Fall. Jo, gerne, gerne. Und zwar, ich fand das Gespräch auf jeden Fall, ich werde mir eine Scheibe davon abschneiden. Ich